Resistenz ist für mich eindeutig etwas, wo man so wie eine Scheibe hat. Also ich bin resistent oder resistent gegen etwas. Resilienz ist für mich etwas, das man erlernt, das entstehen darf, das sich weiterentwickeln kann. Ja, wenn ich vor einem Zug stehe, wo ich einfach nicht reingehen kann, weil es jetzt einfach gerade nicht geht, ist einfach meine Resilienz, das Zurückgreifen auf gewisse Sachen, einfach noch zu wenig da. Und da regt man sich einfach auf in dem Moment, warum das jetzt so ist. Und darum, ja, ich würde sagen, ich werde niemals resistent sein gegen Angst oder gegen herausfordernde Situationen. Aber ich kann meine Resilienz eigentlich wie weiterentwickeln oder stärken, indem ich eben so Momente durchgehen kann. Und Generationenforum.